Hallöchen Leute und willkommen wieder zurück zu Pokémon Platin in Ewigenau. Im letzten Part habe ich bereits die zweite Arena hinter mich gebracht, nämlich eine Pflanzenarena mit Sylvana als Arenaleiterin. Aber die hatte gegen die starken Flügelschlagattacken meines coolen Staravirs absolut keine Chance. Und somit habe ich jetzt den Waldorden verliehen bekommen. Und ihr seht schon, Team Galaktik treibt sich allerdings auch hier rum. Was zur Hölle machst du denn hier, hä? Hey, du da, ja, du Trainer, du. Schon gut, du siehst zäh aus. Ich werde dir deine... Du kannst deine Pokémon behalten. Oh Mann, ey, was haben die denn hier schon wieder vor? Bums! Hey, Alex, du bist doch gekommen, um dir die Pokémon-Statue anzusehen, stimmt's? Ich bring dich hin. Aber was... Hier haben wir die Pokémon-Statue der Stadt Ewigenau. Fest miteinander verwoben, geben Zeit und Raum unserer Welt ihre Form. In Sinnoh verehrt man das Pokémon des Raumes und das der Zeit. Die Mythen Sinnohs, wir müssen sie auf Wahrheiten überprüfen. Entschuldigt, geht zur Seite. Oh, hey! Bei diesem Zusammenstoß kam mir eine brillante Idee, die ist genial. Ich weiß, wie man ganz leicht zu einem klasse Trainer wird. Na, wie klingt das? Also, pass auf, hör mir zu. Alle deine Angriffe müssen sitzen. Gegner dürfen dich nicht treffen. Wenn du das schaffst, wirst du nicht verlieren. Du bist unverwundbar. Der unverwundbare Trainer, das ist die beste Idee, die ich jemals hatte. Hey, wieso guckst du dir nicht mal die Pokémon-Statue an? Tschüss! Ja, und da ist er schon wieder weg, der liebe Barry. Und die sieht aber sehr interessant aus, diese Statue. Es ist die Pokémon-Statue von Ewigenau. Da hing wohl mal ein Schild mit einer Erklärung, aber es wurde abgerissen, auch voll fies. Hätte aber gerne mal gelesen, was da so steht. Weißt du irgendwas darüber, Kleiner? Angeblich ist es ein mega geniales Pokémon, das für Ewigkeiten gesehen wurde. Na, das ist wohl richtig. Und es ist interessant an der Statue ist, je nachdem, wie man das Ganze jetzt eigentlich... wirklich betrachte, aus welchem Blickwinkel, dann sollen das eigentlich mehr oder weniger zwei verschiedene Pokémon in einem sein. Also, wenn man einmal hinguckt, dann hat man das Gefühl, dass dieses Pokémon auf zwei Beinen steht, mit zwei kurzen Armen und einem etwas langgezogenen Kopf und so Art Flügeln auf den Schultern. Wenn man jetzt aber ein zweites Mal hinsieht, hat man auch wieder das Gefühl, dass das Pokémon auf vier Beinen steht. Und dann sieht das Ganze gleich wieder ganz anders aus. Das sind quasi mehr oder weniger die Cover-Pokémon von Dynamite und Perl in einer und derselben Statue. Je nachdem, wie man da jetzt drauf guckt und hier hinten liegt noch was. Mir war auch so, als wäre direkt hinter der Statue was Unsichtbares versteckt gewesen. Ja, seht mal, Alex hat Draco-Tafel gefunden, wusste ich's doch. Auf der enthaltenen Tafel ist eine Inschrift eingraviert. Als das Universum entstand, entstand diese Tafel aus einem Splitter. Alex verstaut Draco-Tafel der Itemstasche. Ja, das wusste ich zum Glück noch, dass genau hinter dieser Statue eine von diesen mystischen Tafeln versteckt war. Die habe ich jetzt eben hier drin in meinem Beutel. Die kennen die meisten Leute sicher eh schon. Also die ist jetzt hier, Draco-Tafel, ein Item zum Tragen. Diese Steintafel verstärkt Attacken vom Typ Drache. Und ich glaube um 20%, wenn es stimmt. Und von denen gibt es halt so viele, wie es auch Typen gibt. Also in der... vierten Generation logischerweise natürlich nur 17. Später mit dem Feentyp gab es dann natürlich auch noch eine Feentafel, gab es dann 18 verschiedene Tafeln. Und die haben etwas mit dem legendären Pokémon zu tun, was mehr oder weniger hier alles erschaffen hat. Und ich habe mir auch vorgenommen, hier in diesem Let's Play würde ich gerne alle diese Tafeln mindestens einmal finden. Man kann die nämlich sogar mehrmals finden. Aber jetzt ist die Frage, wie komme ich da hinten an dieses Item ran? Ich glaube, ich brauche erstmal den Zerschneider, hm? Ja, seht mal hier. Und oh! Oh, dieses Utensil da, ist das im Pokédex? Puh, da kommen alte Erinnerungen hoch. Entschuldige bitte, wie heißt du denn? Schön, hallo Alex. Den Namen werde ich mir merken. Mein Name ist Cynthia. Ich bin auch ein Trainer, genau wie du. Und ich studiere die Mythologie der Pokémon aus reiner Neugier. Hier in Ewigenau steht die Statue eines Pokémon des Altertums. Hast du sie dir schon angesehen? Die Legende besagt, dass es ein extrem mächtiges Pokémon gewesen sei. Wer weiß, vielleicht begegnest du auf deinen Reisen ja einem ähnlichen Pokémon. Nimm das hier mit, es wird dir sicher nützlich sein. Form einzuhalten!
Die vorhin zu schneller kann auf der Reise verwendet werden. So kommst du zu Gebieten, die du vorher nicht erreichen konntest. Das ist wichtig, um dein Pokédex aufzufüllen, weißt du? Viel Glück auf deiner Reise, Trainer. Oh, ich habe noch was vergessen. Richte Professor Albe meine Grüße aus. Wer zum Teufel war das denn jetzt schon wieder? Naja, eigentlich weiß man das doch eh schon längst. Aber hey, cool, die war so nett und hat uns die vorhin so schneller gerade geschenkt. Die, die wir jetzt eh brauchen. So, Moment, das ist hier. Vorhin ein Zerschneider. Der Gegner wird mit scharfen Klingen attackiert. Außerhalb des Kampfes werden damit keine Bäume gefällt. Wollen wir gleich mal einsetzen. Vorhin wurde aktiviert. Und, ja, natürlich wird das wieder Blitzer lernen. Weil ich meine, Pliprin... Lass ich mal lieber, das soll andere Attacken lernen. Nö, Pidiza wird meine VM-Bitch, ne, mein VM-Sklave. Pidiza hat das schneller schon erlernt. Okay, gut. Und wir haben von Silvana die TM-Strauchler geschenkt bekommen. Gras lässt Gegner straucheln. Je schwerer der Gegner, desto mehr Schaden wird verursacht. Also quasi, je fetter das Pokémon, desto mehr tut sie ihm auch weh. Alles klar. Gut. Also wie gesagt, das mit der Draco-Tafel, das wusste ich noch auswendig von früher, dass die dahinter versteckt war, hinter dieser großen Pokémon-Statue. So, und in dieses Gebäude müssen wir jetzt sowieso unbedingt rein, weil das ist sehr wichtig. Da werden wir noch irgendwas finden, oder besser gesagt, irgendjemand. Zerschneider! So, seht mal, das ist ein etwas eigenartiges Gebäude mit den Stacheln so drauf. Das haben sie übrigens in Platin noch ganz anders aussehen lassen. Als jetzt in... Diamant und Perl, aber vorher zerschlitze ich noch diesen Baum hier. Und dann kann ich mir das Item holen. So, was liegt denn hier hinten noch rum, hä? Es ist... Oh, die TM 46 Raub. Sehr schön. Wieder eine TM mehr. Und sonst ist hier nichts versteckt. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal rein. Hallo, junges Wesen, ich bin's. Ich, ja. Bei meinem wandelbaren Wesen erkennt man mich nicht immer sofort. Schließlich gehöre ich zur Top-Elite der internationalen Polizei. Da ist es naheliegend, dass ein jeder auf meine Verkleidung hereinfällt. Und unter vier Augen möchte ich dir auch eines sagen. Deine Fähigkeiten da drinnen sind überragend. Es ist dir ja wohl klar, dass mir das klar ist. Nicht umsonst bin ich ein Profi. Aus diesem Grunde denke ich nicht, dass dir große Schwierigkeiten bevorstehen. Doch solltest du immer Vorsicht walten lassen. Finstere Subjekte sind überall. Aber genug geplänkelt, ich habe einen Rat für dich. Jedes Stockwerk hier hat zwei Aufgänge. Zweifellos ist einer immer eine Falle. Diese Ganoven von Team Galactic sind, wie sollen wir sagen, sie sind einfach nicht so helle wie du und ich etwa. Du kannst bestimmt leicht herausfinden, welchen Aufgang du nehmen musst. Ist ja auch geil, jetzt haben wir Lebel schon wieder getroffen, der hat sich einfach mal als Galaktikrüppel verkleidet, sieht aber ganz gut aus, diese Verkleidung. Ja, Team Galaktik ist als Gruppe nicht an der Welt interessiert, sondern an den Sternen. Ja klar, und wovon träumst du nachts? Willkommen bei Team Galaktik, willst du deinen Pokémon spenden? Was? Nicht? Dann verlass bitte sofort unser Grundstück. Du willst doch nicht, dass dir das gleiche passiert wie dem Besitzer des Fahrradladens. Der Besitzer des Fahrradladens? Was habt ihr denn mit dem gemacht? Sehr verdächtig. Ja, okay, also man sieht ja mehr oder weniger schon, welchen Aufgang man jetzt nehmen sollte. Den rechten natürlich, weil da keine Galaktikrüppel stehen, aber das heißt, wenn ich eigentlich immer den nehme, wo welche rumstehen, könnte ich ja sogar noch kämpfen. So, erfolgsgekrönt ist dieser Pfad. Ja, kann natürlich aber auch sein, wenn ich jetzt den nehme, dass das die Falle ist, weil das so verdächtig ist, aber nee, wisst ihr was, ich nehme wirklich den, wo die zwei jetzt stehen, weil Pokémon... Ich habe jetzt hier, ne, Staravir, Level 24. Das ist sogar jetzt schon stärker als Blibra. Das muss jetzt unbedingt mal wieder geändert werden. So. Und Scheinux, das muss auch unbedingt stärker werden. Und eine Sache möchte ich auch noch ganz kurz loswerden. Ich habe nämlich leider zuletzt wieder mal Blödsinn erzählt. Das ist zwar jetzt schon etwas länger hier, aber das liegt daran, weil ich ja auf Vorrat aufnehme. Aber es ist so, dass sich hier in Sinnoh die drei Starter nicht alle auf dem gleichen Level entwickeln. Das ist Blödsinn. Das trifft vielleicht auf andere Starter zu in anderen Regionen, aber nicht hier. Also Plinfer, das stimmt schon, das entwickelt sich auf Level 16 und dann nochmal auf Level 36. Aber Shellas zum Beispiel, das entwickelt sich erst auf Level 18 und dann aber schon auf Level 32 letztes Mal. Und Panflam entwickelt sich schon auf Level 14 und dann auf Level 36 ein zweites Mal.
wollte ich nur mal gesagt haben. Da, wo ich gedacht habe, dass sie sich alle auf demselben Level entwickeln, das trifft zum Beispiel auf die Höhenstarter zu und dann später auch noch auf die Einhornstarter und die Kalosstarter. Die entwickeln sich auch alle auf demselben Level. Aber hier die Sinnohstarter haben einen jeweils unterschiedlichen Level, wo die sich entwickeln. Wollte ich jetzt nur mal so gesagt haben, damit das mal korrigiert ist. Und jetzt geht's hier weiter. Wir sammeln Pokémon für ein ganz erstaunliches Unterfangen. Dein Eingreifen können wir daher nicht gestatten. Es tut mir wirklich leid, aber in Team Galactic ist kein Platz für Kinder. So, da haben wir gleich mal einen Doppelkampf gegen Team Galactic Rüpel, männlich und weiblich. Und sie haben ein Zubat und ein Zubat. Wow, das ist ja sehr einfallsreich. So, Blibber und Shinox ist er dran. Ja, erstmal schön Bedroher von Shinox, ist immer praktisch. Und ich glaube, das müsste jetzt endlich mal auf Level 13 schon seine erste offensive Elektroattacke lernen. Also braucht es eh nur noch mal ein Level ab. Ich hoffe, das ist auch bald der Fall. So, ich würde sagen Blubstrahl. Und Shinox, du machst einfach wieder den Tackle. Flügelschlag, das ist nicht so stark. Und Tackle. Ein Charmian. Okay, Blubstrahl trotzdem auf Zubat. Wer weiß, was das vorhat. Und aber vielleicht, ja, trotzdem mit der Tackle auf Charmian. Ach, Kratzer. Das stecken wir doch locker weg. So, zweites Zubat hinüber. Und Shinox macht Tackle. Das zieht zu wenig ab und ein Skunkapoo. Naja gut. Dann machen wir erstmal Blubstrahl auf Charmian und dann Tackle auf Skunkapoo. Die geben mir nur meinen Blibren angreifen, aber ist mir eh lieber, weil wenn Shinox besiegt ist, kriegt es keine EP mehr. Das war irgendwie doof. Darum sollte ich mich jetzt wirklich mal als nächstes kümmern, dass mein süßes Shinox stärker wird. Und da ist es auch gerade geschehen. Shinox erreicht Level 13. Und Shinox erlernt Funkensprung. Na, endlich! So, Kreideschrei, tut voll in die Ohren weh. Ja, es ist interessant, dass Shinox bereits als erste offensive Elektroattacke den Funkensprung lernt und nicht etwa den Donnerschock, so wie es bei den meisten anderen Elektro-Pokémon der Fall ist, aber relativ wumpe, so Blubstrahl. Und falls das nicht ausreichen sollte, haben wir jetzt den Funkensprung drauf. Ich glaube, der Blubstrahl wird es locker besiegen. Und ich hatte recht. Da hat sich noch jemand in meine Angelegenheit eingemischt. Aber du bist doch noch ein Kind. Wenn die wüssten, wie alt ich wirklich bin, hä? Du wolltest nach oben? Nun, warum bist du da nicht nach oben gegangen? Ein sehr erstaunliches Unterfangen ist zweifellos atemberaubend. Wenn du die glorreiche Enthüllungen sehen willst, misch dich nicht weiter ein. Ja, aber genau das werde ich tun. Und ihr könnt nichts dagegen machen. Ja, seht schon. Da kommt man jetzt raus und da stehen eigentlich auf beiden Seiten, aber haha. Das ist eigentlich sogar gut, dass ich jetzt hier lang gegangen bin, weil hier liegt ein X-Tempo rum. Naja gut, das kann ich wieder verkaufen. Das heißt, das ist eigentlich wirklich der falsche Weg, weil man dann in einer Sackgasse landet. Aber wenn es dafür dann an der Stelle Items gibt, so will der Typ kämpfen? Unsere Zielvorgaben sind unfassbar. So unfassbar, dass ich sie nicht verstehe. Ich verteidige sie trotzdem mit blindem Gehorsam und dir wird nichts verziehen. Oh Mann, was die immer labern, so redet doch kein normaler Mensch. Ein Glibunkelfurunkel, na dann. Diesen Giftfrosch mache ich doch. Ja, ist ja schade, dass der Fähigkeit Vorahnung hier, na dann, Blubstrahl. Den Giftfrosch mache ich doch locker platt. Oder auch nicht. Verhöhner. Ja, komm doch, komm doch. Ja, Blibber fällt auf Verhöhner rein, jetzt kann ich nur offensiv attacken. Verwenden, aber hey, ich hab nur offensiv attacken, also bitte, friss meine Blubbels. Und das war's auch schon für Glibunkel, den wollen Furunkel. Und Level Up für Blibrin, Level 22.
Wofür kämpfe ich nochmal? Das freue ich mich ehrlich gesagt auch gerade. Was hast du dagegen, anderen Leuten Pokémon wegzunehmen? Du musst dich nur einmal in den Wäldern umsehen, sie sind nicht selten. Ja, ist klar. So, also wieder runter. Und dann ist quasi wirklich hier drüben dieser Weg der richtige. Ich habe ja vorhin absichtlich den anderen Weg genommen. Ich kämpfe auch hier wirklich mal gegen alle Typen, weil ich brauche noch wesentlich mehr Erfahrungspunkte. Am besten gebe ich jetzt mal Shinox an die erste Stelle des Teams. Und Bericht. So, hier. Jetzt gehen wir mal hier. Vor allem Funkensprung ist schon voll die starke Elektro-Attacke eigentlich für den Anfang. Stärke 65 und Genauigkeit 100. Elektrohieb, der den Gegner paralysieren kann. Ich glaube zu 30% sogar. Gehen wir mal hier nach oben an die erste Stelle. So, den Tackle daneben. Und mit Ladevorgang würde ich sogar noch die Stärke von Funkensprung noch weiter erhöhen können. Ne? Lädt Energie für die kommende Elektroattacke auf und erhöht auch die Spezialverteidigung. Aber okay. Und ja, ich habe mir übrigens auch schon so ein bisschen Gedanken gemacht über mein zukünftiges Team, wie das so aussehen wird. Also Shinox in seiner finalen Endstufe, genauso wie dann Plinfas finale Entwicklungsstufe und auch Staruvius weitere Entwicklung. Die drei werden auf jeden Fall fix in meinem Team drin bleiben, weil die sind schon mal relativ stark und ausgeglichen. So, was willst du denn jetzt? Team Galactic arbeitet hart an Energiequellen für die Sung, auf der will gar nicht kämpfen, dann vielleicht aber sie hier? Sehen wir mal, wie gut dieses Pokémon ist. Ich habe es einem Trainer stibitzt. Kannst du es nur wagen, andere Pokémon zu klauen? So, was hast du denn da geklaut? Ein Charmian! Das hatten wir doch eben erst. So, los, Shinox! Level 19. Aber sehen, wie stark das jetzt wird. So, wie viel Schaden ist es denn mit dem Funkensprung? Wohl nicht so viel wegen diesem verdammten Heuler, du Mistvieh! Ich hasse dich. Okay, probieren wir mal den Ladevorgang vorher aus. Shinox lädt sich auf. Spezialverteidigung von Shinox steigt. Und jetzt Funkensprung! So, leider muss ich das jetzt austauschen, weil sonst wird's besiegt, das ist dann eher uncool. Okay, Staravir, wir wär's mal wieder mit dir. Ja, Shinox, es ist gut, komm zurück. Nur noch ein bisschen hatte du, Staravir. Vor allem, das steht kurz von einem Level ab. Ah, das hört bloß auf, mich zu kratzen, du blödes Katzenvieh. Fliegeschlag! Und das war's für Charmian. So, Shinox erreicht Level 14, sehr schön. Und Staravir erreicht Level 25. Was soll das denn? Tja, du hast verloren. Schwächliches kleines Pokémon, wenn ich befördert werde, fordere ich besser geklaute Pokémon. Also bessere geklaute Pokémon. Na gut, so viel zu meiner Idee mit Shinox. Es ist doch noch... Ja, ich sollte vielleicht warten, bis ich dann endlich mal einen EP-Teller bekomme, aber das wird noch ein Weilchen dauern. So, warte mal. Wie viele Pokémon habe ich eigentlich schon gesehen? Aha, gesehen... Das ist eine 39, glaube ich. Das haben sie mit der Schrift da so ein bisschen blöd. Naja, 39 Pokémon schon gesehen, aber gerade mal 6 gefangen. Ja, nee, es geht aber in erster Linie jetzt eh nur darum, wie viel ich gesehen habe. Und das ist dann eigentlich ganz okay. Wir forschen an neuen Energieformen. Wir wollen uns die mysteriöse Kraft der Pokémon aneignen und als Energiequelle nutzen. Ja, viel Spaß dabei. Oh, okay, Moment, hier liegt aber glaube ich was rum. Das sieht man da so ein bisschen. Oh, vielen Dank. Wir lieben es, wenn Leute uns unsere Pokémon spenden. Na vergiss es, sicher nicht. So, die hat gleich 3 Pokémon dabei, jetzt habe ich aber Angst. Naja, dann wird halt Blibrin stärker. Shinox muss halt dann doch noch ein bisschen warten. Blubstrahl! Also keine Sorge, ich werde mich dann schon noch rechtzeitig darum kümmern, es zu trainieren. Vor
allem, weil es später noch wichtig sein wird, ein Elektro-Pokémon dabei zu haben für eine gewisse Arena. So, Glibunkel schon wieder. Der Glibunkel erschottert aufgrund der Fähigkeit Vorahnung. Das bedeutet, glaube ich, eigentlich nur, dass ich selber jetzt eine Attacke besitze, die es sehr effektiv trifft. Zum Beispiel die Metallklaue, hm? Obwohl, nee, Blödsinn. Nicht Metallklaue, Verfolgung. Es ist ja zum Teil, glaube ich, auch ein... War das nicht sogar Giftkampf? Es ist zum Teil auch ein Kampftyp, also Schnabel. Genau. Das ist sehr effektiv. Das ist ja ein Giftkampf-Pokémon, obwohl das nicht unbedingt danach aussehen mag. So, und jetzt hat sie schon wieder einen Charmian. Ey, Mann. Das nervt langsam, immer dieselben Pokémon zu besitzen. Ist doch langweilig. Blubstrahl. Hey, der Kratzer, warum kannst du vor mir angreifen? Ich bin viel stärker als du. Und deswegen habe ich dich auch mit einem Volltreffer besiegt. Was soll denn das werden, wenn es fertig ist? Man kann doch überall Pokémon fangen, was ist denn so besonders an ihnen? Trainer, die ihre verlieren, sollten sich neu fangen und nicht so viel heulen. Ach, die checkt das einfach nicht. So, was liegt denn jetzt hier rum? Ein X-Spezial. Was soll ich mit diesen blöden Kampf-Items? Die sind doch eh voll lame. So, da geht's dann auch weiter rauf. Das ist natürlich die Frage, soll ich mal Tränke verwenden? Ich meine, jetzt will ich nicht extra wieder raus und ins Pokémon, das ist irgendwie auch doof. Und so habe ich das ganze Zeug denn dabei. So, hier Medizin. Trank einsetzen. Für Shinux und dann nochmal für Librin. So, gut, das passt im Moment. Ganz okay. Jetzt gehen wir mal hier nach oben. Ja, gemeinsam für den Fortschritt, Team Galaktik. So, jetzt kann ich mich hier schon wieder entscheiden und zum... Der Typ sieht aber nicht aus wie einer von Team Galaktik. Was soll das? Ich gehe erstmal hier lang. Gewöhnliche Leute wie du verstehen einfach nicht die großen Ziele von uns, von Team Galaktik. Ehrlich gesagt, ich habe auch keine Ahnung, was das Ganze soll. So siehst du auch aus. Folge dem Weg, stell keine Fragen, nur so gelangst du zum Erfolg. Okay. Hier ist aber ganz schön dunkel hier drin. Was soll denn das? Ich kann ja kaum was sehen. Was steht da? Arbeiten für den Weltfrieden. Team Galaktik. Okay, Moment mal. Das sieht wichtig aus. Da gehe ich dann doch erstmal die andere Treppe, weil da liegen zwei Items rum. Die lasse ich mir sicher nicht entgehen. Ohne Fragen die Operation ausführen, das ist unsere Aufgabe. Alles für die neue Weltordnung, die unser Boss einleiten wird. Eine Rüstung von Forscher Xaver oder Xaver, was auch immer. Er hat ein Kadaver dabei. Dann sieh mal einer an. Ja, auch so ein Verbrecherteam wie Team Galactic braucht auch hin und wieder mal ein paar Forscher. Warum auch nicht? Ja, Metallklaue. Oh, es setzt X-Spezial ein. Das kratzt mich nicht. Dafür kratze ich dich mit der Metallklaue. So, Konfession. Fiesmann, Blubstrahl! Hey, was zur Hölle? Warum überlebt es das? Ich tausche den Sieger lieber aus auf Starre. Wie, ich hab keinen Bock, dass das jetzt besiegt wird. Blödes Kadaver, du wirst gleich den Löffel abgeben. Du wirst schon sehen. Du wirst schon sehen. Konfusion. So, jetzt reicht's. Ruckzuckhieb! Und stirb gefälligst. Frechheit. Damit kommst du nicht davon. Hier komme ich wohl. So, okay. Dann brauchen wir jetzt noch ein paar Tränke. Aber hey, gut, dass ich genug davon dabei habe. Hier, noch 5 Tränke. Nochmal Bleed und ich nochmal ein. Und jetzt sogar noch ein. So, jetzt sind wir diesen Sekabiven Blippung wieder voll und Starrabe bekommt natürlich auch noch einen.
und am besten noch ein. So, ich würde mal sagen, dass das jetzt reicht. So, jetzt gehe ich mal hier die Treppe hoch, hol mir die zwei Items, dann gehe ich wieder auf die andere Seite. Was liegt denn jetzt hier rum? Und das sieht aus, als würde hier wieder ein Commander rumstehen, das stimmt auch. So, was haben wir denn jetzt hier? Einmal ein Indigo-Stück, sehr schön. Und ein Beleber, na sehr praktisch. Beleber kann man nie genug haben, aber die kosten auch ganz schön, wenn man die kaufen will. Was hat Team Galaktik nur vor? Warum stehlen sie unsere Pokémon? Was wollen sie damit erreichen? Naja, die sind einfach nur verrückt. So, ich gehe jetzt einfach mal an der Tussi vorbei und schnappe mir hier ein Upgrade. Hey, cool. Das braucht man ja, um später Porygon zu entwickeln. So, wer zur Hölle bist du? Hm, wolltest du etwas? Ach, wieso fragst du dumm? Du willst die Pokémon befreien? Ja klar, als ob ich das erlauben würde. Ich, Jupiter, kümmere mich persönlich um dich. Eine Herausforderung von Commander Jupiter und sie hat ein Zubat erstmal. Ja, und schon begegnen wir den nächsten Galaktik-Commander, auch wieder eine Frau und wieder nach einem Planeten benannt. Aber das ist mir völlig Schnurz. Blubstrahl. So, Flügelschlag. Das tut mir nicht wirklich weh. Wie anmaßen, versuch dich mal hier ran, du Kind. Ey, nenn mich gefälligst nicht Kind. Das wirst du noch bereuen. Ich bin größer, als ich aussehe. Und vor allem älter, als ich aussehe. Und vor allem hat mein Plinkmann jetzt Level 23 erreicht. Damit hast du nicht gerechnet, was? So, und jetzt hat sie noch einen Skuntank. Also die werden wirklich von Skunkapoo. Ja, voll die furzende Katze hier. Ja, wisst ihr eigentlich, dass mich Skuntank so ein bisschen, aber wirklich nur so ein bisschen an die die Katze, also an den Kater aus Cinderella erinnert. Der sieht fast so ähnlich aus. Nur nicht lila, sondern schwarz. Aber vom Gesicht her finde ich, die sehen sich ziemlich ähnlich. Okay, Blubstrahl. Jo. So, Giftwolke. Voll ins Gesicht geschissen, ist das eklig. So, Blibling wurde vergiftet. Wie kannst du es wagen? Hat mir das Vieh einfach mal voll ins Gesicht gefurzt. So, Blibrin wird durch Gift verletzt. Aber was bildest du denn ein? Na warte, Metallklaue. So, Nachthieb. Jetzt hat es auch noch eine Unlichtattacke. Wow, 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 wow. Metallklaue und Schlitz. So, Blibrin wird durch Gift verletzt. Und ist auch kurz vorm Abkratzen. Na, dann tausche ich mal lieber aus auf... Naja, Scheinungs wird, glaube ich, besiegt werden, aber ich kann es mal riskieren, weil mit Bedrohung müsste es auf jeden Fall mal den Angriff von Skuntank senken. Du schaffst es, Scheinungs! Genau. So, Bedrohung von Scheinungs vermindert Angriff von Skuntank. Das ist zu 50% gesunken, aber ich glaube, mit dem Nachdruck würdest du es sicher jetzt besiegen, oder? Genau, ich hasse dich, du olle stinke Katze. Starabier, jetzt bist du dran. Du schaffst es, Starabier. Das will ich doch hoffen. So, das hat auch nochmal Bedroher benutzt. Na, jetzt hast du aber keine Chance mehr. Flügelschlag. War schon wieder ein Nachthieb, Mann, ey. Alter! Hey! Volltreffer, ey, das ist doch wohl nicht wahr. Ha! Aber ich habe auch einen Volltreffer gemacht. Was sagst du dazu? Haha! Geschieht dir recht. Und wir haben gewonnen. Ein Kind unterlegen, meine Achtlosigkeit wurde knallhart bestraft. Howie, du bist ganz schön zäh. Macht aber nichts, unsere Untersuchung der Pokémon-Status ist beendet. Mars hat die Energie des Windkraftwerks gespeichert. Wir sind hier fertig, aber eine Sache verrate ich dir. Unser Boss erforscht die alte Pokémon-Mythologie. Mit der Macht der mythischen Pokémon wird er ganz Sinne beherrschen. Also kommt Team der Galaktik nie wieder in die Quere, klar? Das ist meine letzte Warnung. Ich habe mein Pipi zurück und das ist allein dein Verdienst. Aber das ist im Galaktik. Sie haben gesagt, Pipi kommt aus dem Weltraum, her damit. Was für eine krude Logik, als kämen sie selbst aus dem Weltraum. Jedenfalls sind sie jetzt weg, vielen Dank. Schau doch in mein Fahrradgeschäft vorbei, wenn du daneben bist, ja?
So, Leute, wir haben es geschafft. Team Galactic ist im Moment hier vertrieben und ihr seht schon, wenn eines meiner Pokémon im Team vergiftet ist, nämlich ich dann fortbewege, dann wirkt das Gift natürlich noch weiterhin. So, Plibrin übersteht die Vergiftung, das Gift löst sich auf. Ah, ist doch schön. Gut. Ah, na, jetzt sind die wirklich alle getürmt. Gut so, ich hoffe, die lassen sich hier nie wieder blicken. Aber super, dass du erzählt hast, das macht mir schon so ein bisschen Sorgen, was das Ganze wirklich soll. Mit von wegen ganz Silo beherrschen, die haben sie doch nicht mehr alle. Okay Leute, ich gebe zu, der Part hat jetzt vielleicht ein bisschen Überlänge, aber im nächsten geht es ja dann wieder weiter. Ich werde Oskar nur noch meine Pokémon heilen und speichern und dann machen wir uns auf den Weg in die nächste Stadt. Also bis dann Leute, tschüss!